Wenn die Fischer auf der Nordsee schöne große Fische fangen, dann werden sie möglichst frisch verkauft. Japanische Fischer hatten und haben da eine ganz andere Methode. Der tollste und der größte Fang des Tages wird nämlich verewigt, das heißt angemalt und dann gedruckt. Diese Kunst nennt sich Kiyotaku und wird nun, einzigartig in Norddeutschland übrigens, auch auf Sylt gemacht. Besonders spannend finde ich dabei, dass der Fisch geschminkt wird. Das ist vielleicht das ideale Hobby für Frauen. Es ist jeden Tag spannend, wenn Fischer Bübchen bei Ebbe seine Netze vor Keitum überprüft. Groß ist die Ausbeute heute nicht. Eine Meeresche, sein Brotfisch und nichts Besonderes. Aber dafür noch ein großer Fisch. Sieht aus wie ein Lachs und geht hier selten ins Netz. Meerforelle nicht so oft, weil so viel gibt es davon ja nun nicht. Aber so Meeresche dafür bin ich extra hier, dass ich die hier fangen kann. Das Einzige ist nur da hinten, ich habe gesehen, Kopfloch da noch drin. Die Seehunde sind auch sehr interessiert. Die holen die aus dem Netz raus, die machen so eine Löcher. Der erste richtige Kunde wartet schon. Mensch, Bübchen, moin! Alles klar? Ich bin schiedig, Junge. Ja, das ist so gut. Extra vielleicht für dich? Oh, guck mal. Da hat man einen schönen Gyotaku von. Die Meerforelle würde ich ja gern drucken. Ja. Gyotaku ist nichts zu essen, sondern eine Drucktechnik, mit der japanische Fischer schon vor 200 Jahren ihre tollsten Fänge dokumentierten. Olaf Altmann hat diese Technik vor 15 Jahren auf Hawaii gesehen und mit nach Sylt gebracht. Er bemalt frische Fische und druckt sie anschließend auf Stoff. Um die Meerforelle gut in Farbe zu bringen, hat Olaf Altmann sie halbiert und schminkt sie. Ja, jetzt im Moment mache ich dann so ein individuelles Muster, was er eben hat. Male ich einfach nach und damit wird er dann verewigt. Die Fischer in Japan nahmen traditionell Tinte und druckten den Fisch auf Reispapier. Der Grafikdesigner nimmt stattdessen lichtechte Acrylfarben. Künstlerische Freiheit, ein paar Tricks, Metalleffekt, glänzende Augen. Fertig ist das Model. Das denken die Leute nämlich immer, dass man die Augen noch nachträglich nachmalt. Und das machen auch einige Gyotaku-Künstler so. Aber ich möchte, dass das alles fertig ist, bevor ich den Stoff auflege. Noch ein bisschen Zahnweiß und dann bedeckt er ihn mit Seide. Faltenfrei, versteht sich. Das ist nämlich die eigentliche Technik. Das heißt Gyotaku. Und das ist frei übersetzt Fischrubbeln. Also das heißt, dass man den Fisch einmassiert, die Farbe. So groß und so schillernd wie im richtigen Leben erscheint die Meerforelle dann auf Seide. Für immer. Genau wie ihre ganzen anderen Kollegen aus der See. Einige Meeresbewohner wie Schwertfisch, Hai oder Zackenbarsch hat Olaf Altmann zum Beispiel auf den Kanaren selbst gefangen und gleich verewigt. Denn ohne Farben und ein bisschen Stoff geht er nicht auf Reisen. Die Ergebnisse sind dann später auf Sylt wieder zu sehen. Moin Thomas. Moin Olaf. Na, alles klar? Bis immer wieder. Ich habe hier eine wunderschöne Meerforelle für dich. Guck mal. Oh, die ist ja schön geworden wieder. Guck mal, hier sind sogar noch ein paar Schuppen drauf. Auch der vor Ort gefangene Fisch bekommt einen adäquaten Platz an der Wand. In einem Fischrestaurant in Keitum. Dort findet auch die andere Seite der Meerforelle Verwendung. Gebraten auf Kartoffelpüree. Und damit ist der ganze Fisch verwertet. Ein Genuss also für Leib und Seele.